Entscheidungen. Ich weiß, dass du da bist. Du bist hier irgendwo. Ich weiß es. Komm schon, zeig dich. Mönch im Dunkeln? Mönch aus dem Dunkeln. Ja, genau. Und hier ist nichts, okay. Außer eine vernagelte Tür. Oh. Könnte das irgendetwas bedeuten? Ja, und ich weiß nicht, ob man es im Video so gut hört, aber während des ganzen zweiten Kapitels fast wird uns diese wunderbare Fangspielmusik so ein bisschen im Hintergrund begleiten. Von dem Dämonenjagdspiel. Ja, es ist so ein altes japanisches Kinderlied, was die Kinder beim Fangspielen singen. So, und... Wow, hallo. Ein Rachegeist. Ja, das ist das Siegel an der Tür gerade eben. Wie sieht's eigentlich? 28. So, auf ein neues. Denn jetzt kommt wieder ein Kind und ich hasse es. Mal sehen, ob ich den wenigstens fangen kann. Das ist einer der einfachsten. Also wenn ich den nicht fangen kann, dann bin ich doch echt der größte Vollhonk. Gott sei Dank. Das ist einer der einfacheren Kindergeister. Die anderen sind ziemlich alt. Scheiße. Was haben wir hier? Oh, Kräutermedizin. Wie viel Kräutermedizin habe ich denn? Oh, 14. Wow. Einen ganzen Arsch voll sozusagen. Ein ganzer Arsch voll Kräutermedizin ist klasse. Werde ich dann in der nächsten Nacht brauchen. So. Mal sehen. Und der Code hat sich geändert. Hurra! Ich kann gerade so Shinto-Ritual blend und am Tag des ausmachen. Und das Blende-Ritual ist am 26. November. Das heißt 2, 6, 1, 1. Hurra! So. Lass mal überlegen. Nein, geh weiter. Will ich speichern? Naja, speichern nicht, aber ich will dann. Meine Filme kommt hier. Dann habe ich 30 Filme. Und ich mag es, wenn ich 30 Filme habe. Okay. Will ich das wirklich? Eigentlich nicht. Ist hier eigentlich noch? Nein, es ist kein Spiel mehr da. Sadako, bist du das? Bevor du stirbst, ziehst du den Ring. Sadako? Oh shit, das ist wirklich Sadako. Ja, geh noch ein bisschen näher ran, Miku. Und sie ist scheiße gespawnt, ich hasse dich. Ich hasse diesen Kampf, denn dieses Mistbalk ist nämlich so scheiß klein, dass ich sie manchmal nicht sehe. Wo bist du? Ah. Und sie teleportiert sich die ganze Zeit! Wie das kleine Mistvieh, das sie ist. Oh shit, sie ist nahe! Geh bitte weg von... Geh weg von mir, 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 geh weg von mir.
verpiss dich! So. Da-da-da-da-dam. Ja, und hier können wir ein wunderbares Foto machen, auf dem wir sehen, wie die Kleine gestorben ist, nämlich... Oh, der Mann mit den langen Armen hat sie in den Brunnen gezogen. Um mit ihr Karten zu spielen, nehme ich mal an. Hier haben wir eine blaue Gravur, das nehme ich. Ist hier wirklich nichts? Nein, hier ist wirklich nichts. Verdammt, heißt das Spiel. Aber... ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir zum Schrein zurück können. Und dort ist, glaube ich, auch ein Steinspiegel und ein Typ 64 Film. Ist es 64? Ich glaube. Bin mir unsicher, ob da auch noch ein Film ist. Ich werde mal nachsehen. Da glitzert auf jeden Fall was. Ah, was haben wir hier? Ein Geisterstein? Ein Geisterstein? Wirklich? Ich hatte eigentlich mit einem Steinspiegel gerechnet. Und ein Typ 37 Film. Oh! Oh! Oha! Ich habe 99 Typ 37 Film. Dann werden wir doch glatt mal umschalten auf den Typ 37 Film. Ist hier drin auch was? Ah, ein Geist. Gequälte. Ja, das war's, glaube ich, von hier. Aber ich dachte, hier wäre ein stärkerer Film. Ja, vielleicht war es in der anderen Nacht. Und ja, ich weiß, es ist Verschwendung, aber scheiß drauf, sonst nehme ich ihn. Ich komme sowieso nicht mehr wieder hierher. Da kann ich den einen Film auch mitnehmen. Ah, hier solltet ihr euch allerdings beeilen, denn hier könnte es oft zu einer Zufallsbegegnung kommen. Mit diversen Geistern. Deswegen nicht zu lange hier warten. Vor allem nicht in der dritten Nacht. So, wir haben jetzt die wunderbare blaue Gravur. Damit kommen wir beim Schuttraum weiter. Oh shit! Scheiße! Sag mal, hast du sie nicht alle? Du kannst doch nicht einfach so vor mir spawnen. What the fuck? Scheiße! Alter! Das war neu. Es ist klasse, dass mich das Spiel nach ich weiß nicht wie vielen Jahren und nach unzähligen Spieldurchgängen immer noch erschreckt. Scheiße! Tauch mitten vor meiner Fresse auf. Heilige Scheiße. Und auch noch gebrochenes Broken Neck. Oh Gott. So. Ah ja, richtig, die kommt ja auch noch. Gibst du gleich mal eine kleine Breitseite? Ja, verpiss dich. Wo bist du? Hinter mir! Oh shit, das ist nicht gut. Ja, scheiße! Ich hasse es, wenn du in der Wand respawnst. Blöde.
Ja, trägt bei erst. Scheiße. Sich nicht blöd anzustellen, ja, das wäre auch ein guter Trick. Hi. Der Trick bei ihr ist, dass sie nicht sehen kann. Also wenn ihr euch bewegt, kommt sie auf euch zu. Aber wenn ihr still steht, dann kann sie euch nicht finden, außer ihr steht direkt neben ihr. Deshalb sollte sie euch treffen. Es ist ratsam, sich ein bisschen von ihr zu entfernen, so auf circa, was weiß ich. Ja, gerade so, dass ihr euch nicht erwischt. Und dann einfach stehen zu bleiben. Also der Trick ist, dass ihr euch bei ihr nicht zu viel bewegt. Ja, ich will weiter. Ja, ich will weiter. Deswegen haben, glaube ich, viele Probleme damit, sie zu besiegen. Ich meine, könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber die meisten Geister hier sind eigentlich ziemlich einfach mit der richtigen Taktik. Bis auf die scheiß Mönche. Oh Gott. Aber das ist eine andere Geschichte, die heben wir uns dann auf, wenn wir wirklich da sind. Okay, ich habe keine Ahnung mehr. Den. Das war einfach. Okay. Und wir haben einen langen Korridor des Grauens. Ich werde mich ein bisschen weiter rüberstellen, denn... Hi! Schatten des Bruders. Notizbuch des Bruders. Hurra! Die Villa hat begonnen, sich zu verändern. Anscheinend versuchen die Geister, mich zurück in die Vergangenheit zu ziehen. Sie benutzen ihre Kraft, um Teile der Villa in das zu verwandeln, was sie einmal waren. Die Geister jener Zeit beginnen sich zu regen. Was genau ist eigentlich in diesem Haus passiert? Und was wollen die Geister, dass ich dagegen tun soll? Gut, und hier haben wir, hurra, die nächste Gravur, die wir finden müssen. Und die ist am Abgrund. Heißt das Teil? Ne, ich weiß gar nicht. Wie heißt das Teil? Das heißt Abgrund. Dachte ich mir doch. Wie viel... Ja, geht's ja gut. Dann könnten wir... Ich werde aber warten, bis ich 36.000 habe. Dann kann ich den... kann ich das Maximum erhöhen. Das ist, glaube ich, die beste Lösung. So. Dann auf zum Abgrund. Wenn ich nicht in der Landschaft stecken bleiben würde. Ja, der Abgrund ist auch so ein Ort, wo es ziemlich oft zu Zufallsbegegnungen kommt. Aber ich erwarte eigentlich nicht, dass wir auf einen Geist treffen. Zumindest glaube ich nicht daran. Würde mich überraschen. Da wir erst eine Zufallsbegegnung hatten. Aber ist hier noch was? Ja. Ein Verbrannter. Ah, und diese Zufallsbegegnungen sind sehr, sehr, sehr stark zeitabhängig. Das heißt, je länger man braucht, desto wahrscheinlicher wird eine Zufallsbegegnung.
Und wie wir sehen können, der Steg hat sich repariert. In der letzten Nacht war er noch nicht so. Oh, diese Kameraeinstellung gefällt mir. Die ist klasse. Oh, ein heiliges Wasser. Ja, das ist sehr hilfreich. Hier hinten sollte ein Steinspiegel sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Falls ihr wieder einen braucht. Und die violette Gravur. Okay. So, jetzt ist die Frage. Ah ja. Hi. Aber ich glaube, und das wird der sein, der mir am meisten am Arsch gehen wird. Ja. Ah, die ist auch so scheiße zu kriegen. Na egal. So. Also, mal sehen. Oh Leute, wir haben wieder ein Gravurrätsel zu lösen. Freut ihr euch alle? Wo ich sagen muss, die Rätsel hier sind nicht so schlecht. Okay, das dahin. Das war, glaube ich, schon falsch. Das dahin. Das war falsch. Was ist, wenn ich das dahin, das dahin?